Helikopter. Ich hatte das kommen. Sieht alle Fahnen weggeworfen und in eine Zelle geworfen werden. Meldet euch mal wieder, Kamerad. Wir werden euch brauchen, wenn die Zeit kommt. Verdammt. Und bis dahin. Und Geld. Sehr gut. Ja, das ist immer gut. Jetzt kann ich Zeugs machen. Oh, dann. Was? Das war ich jetzt nicht. Achso, okay. Ich war nur hier im Stehen, außer mein Charakter tut jetzt auch. Euer Schwert hat sich noch keine Pause verdient. Es muss weiter flink und wachsam bleiben. Nur die blutige Klinge darf in die Stadt. Das war jetzt aber ich. Na, okay. Boah, ich weiß nicht. Boah, hier liegen ein paar Münzen so einsam auf dem Tisch. Lass die da liegen. Ich will sie mitnehmen. Wird schon jemand was sagen. Das ist schlecht. Ich könnte jetzt auf mehr Schaden gehen oder dafür das sagen, dass das mich oder ein Verbündeter heilt. Ihr müsst euren Hieb ganz durchziehen, mein Freund. Weite Bögen, wie beim Sichelmond. Das macht aber deutlich weniger Schaden, wenn ich auf Heilung gehe. Boah, das ist schwer, das ist schwer. Ich werde immer von irgendjemandem gesehen. Schultern gerade. Jetzt schlag zu. Das gefällt die scheiß Münzen da liegen. Du Geldgeier. Hat jemand gesehen, gut. Ich hab's gesehen. Ich hab 10 Gold bekommen. Und wenn ich entdeckt worden wäre, wäre ich einfach aus der Stadt gerannt. Zum nächsten Ziel. Geil. Komisch, ich bin noch gerade erst aufgestiegen bei Bogenbrede und jetzt schon wieder, ey. Euer Schwert hat sich noch keine Pause verdient. Es muss weiter flink und wachsam bleiben. Nur die blutige Klinge darf in die Scheide. Boah. Jetzt schon wieder gesagt, ey. Ich hasse dich. Lass uns hier raus sein, ich mag dich nicht. Okay. Was zum Teufel, muss man die Trommel schlagen, damit der kommt? Daniel, da kommt er. Eine Herausforderung. Gut. Ich sehe, aus welchem Zelt ihr kamt, Plagegeist. Euer Tod wird ein schmerzhafter sein, dafür sorge ich. Du kannst mir nichts, ich habe eine Trommel. Dies ist eure letzte Chance, Fersengeld zu geben und abzuhauen, bevor ich euch töte. Bla bla bla, Mr. Freeman. Ich sitze eine Trommel an, das ist sehr effektiv. Ah! Das war dieselbe Idee, Daniel. Was denn, auch direkt hingesetzt? Ja klar, ich war sogar schneller, ey. Ich sehe nur einfach, der Daniel, der macht doch jetzt bestimmt auch irgendwas. Das ist schon wieder dieselbe Schlampe, ey. Ignisia Thanos. Nicht schlecht. Wir stehen einfach nur so in der Warteschlange. Das war beten, ja. Nee, ich bete in die voll falsche Richtung. Noch ein und du auch. Stück Fleisch. Ach, was? Noch ein schönes Stück Fleisch. Was sind das hier für Satanisten? Adalia, das habt ihr gut gemacht. Nicht schwach. Guck doch mal, dann trete nicht weiß, ich sehe das nur. Nicht schwach. Ich möchte, trete dich beiseite. Ich weiß nicht, wie man betet. Denn ich möchte nun essen. Nein, ich kann das nicht länger zulassen. Ich kann aufstehen. Nein, ich kann das nicht länger zulassen. Ist das ein Vampir? Lass mich raten, das ist ein Vampir. Ich halte ihn auf. Mach. Mein Gott, sind deine Pfeile scheiße. Das ist bestimmt auch mein Gegner so. Mein Gegner treffen die bestimmt auch nichts. Halt die Klappe. Das ist nicht, weil die unbesiegbar sind. Du triffst einfach nur nichts damit. Mein Geheimnis. Ich bin Robin Hood. Er schläft unter. Ich beschenke die reichen Knüppel. Die muss ich so stark knüppeln, damit die nie reich werden. Heute stürzt du Affe. Nicht du, Daniel, der Affe. Ah, okay. Darfst nicht nachlassen, Daniel. Ma, ich werde die ganze Zeit getroffen jetzt. Aua. Ich hab mir ins Gesicht geschlagen. Das geht so gut nach.
Versuch mal hier rumzugehen. Du zuerst. Pass auf, du brennst. Du brennst schon wieder. Ich hab das Ding auch schon probiert, was? Das ist ja was für ein geistig behindert. Boah, voll durch Sport von den Stacheln. Ich nicht. Stellt euch alle auf die Lichter, Mann. Nein, oder untersuchen die die. Fehlt uns noch einer. Oder eine Pizza soll ich da hinstellen. Steht da auf dem. Nee. Stehst du vernünftig drauf? Du siehst irgendwie auch aus, als wär's ja nicht. Okay. Ja, komm. Wir haben was gemacht. Das ist doch dumm. Ein Fertigkeitspunkt, das war's, Daniel. Ja. War ein Fertigkeitspunkt, aber. Ja, Schatz. Ein großer Seelenstein. Oh, du wärst mal Schulterschutz. Und Errungenschaft habe ich. Ma, was? Ja? Warum denn? Warum denn schon wieder auf mich? Ey? Ich hab. Du triggerst hier Leute und ich muss die abkriegen oder was? Ja klar. Was machst du da dann? Hör auf. Ich bin Helikopter. Du bist ein Arschloch, ja? Ich habe mir jetzt verlangen, von irgendwo ganz oben runter zu springen und diesen Angriff zu machen. Oh, du hast nicht mehr alle. Oh, Getränk gestohlen. Oh. Da war noch im Becher drin. Ich habe nur die Flüssigkeit daraus gestohlen. Ja, hast du denn mit deinem. Wow. Mit deinem Sauger oder was? Der hat so ein. Wie so ein. Ich sag weh, was das jetzt hat. Unsere Stühle. Wir müssen unsere Stühle da. Aufstehen. Oh, ihr Fettfax, ihr geht mal weg. Ich verstehe echt nicht, warum die Leute nicht ihre Stühle mitnehmen. Ich auch nicht. Vor allem du mit deinen Löwen. Wer hat den Löwen hier reingelassen? Miau. Miau. Das schreit euch schon wieder, ja. Dun, 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 dun. Warum sitzt du denn jetzt da? Ich habe jetzt das Kommando. Ein Stehgefängnis. Okay. Ich werde stehen. Guck mal, die sind alle voll diszipliniert. Wir sind voll die Arschlöcher. Ich sehe voll episch aus. Ich benutze nachher die Keule, um mir die Ohren sauber zu machen. Das sieht aus wie so ein voll fettes Wattestiel. Komm dann, ich mach dir damit den Arsch sauber. Man uns sieht man beide später einfach noch, wie dem einen nur so ein Knochen von der Keule aus dem Ohr guckt. Was ist denn jetzt hier?
Hallöchen, Leute. Lockert euch doch mal ein bisschen. Ich hab vor. Hat mal jemand Feuer? Will einer rauchen? Einfach so eine Fackel voll im Mund halt. Bleib doch mal da, ich guck mal, ob hier was ist. Was will die denn von mir? Wir schalten da so. Ich bin doch nur an der vorbeigelaufen. Du machst mir gar keinen Schaden. Ja, ich weiß. Ich bin doch gar nicht mit dir. Hey. Ich bin mit der Schlampe. Hey. Alles um dich da. Hätte ich auch gesagt, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Oh. Ja, dann ist sie zu sich, ich bin so. Ich sterbe, ich brauche Heilung. Ich blut. Ja. Ich Arsch. Was? Wie soll ich mal sagen? Ich Arsch. Waren wir hier schon mal? Bin ich bekannt von diesem komischen Bimbo-Baum hier? Ja, da war eine Himmelsscherbe, die war eingesammelt. Die war köstlich. Alter, was machen die mir so viel Schaden? Meine Rüstung schon wieder im Eimer? Oh. Geräusche, Daniel. Jetzt sind wir bereit. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Da gibt ein Geräusch, das ist schön. Gibt uns ganz viele Glücksgefühle, oder was? Bah, was hast du gemacht? Was denn? Ich höre die nur schreien. Also musst du was gemacht haben. Ah! Boah, ich meine, einfach rein. Die haben mit Schuhen nach mir geworfen. Haben die ihren Tee ins Gesicht geschüttet. Die haben mich mit ihrer Perlenkette geschlagen. Yes, but you need to be in the school guild to get it. Wir müssen in die Eichhörnchen-Gilde, Daniel. Okay. Ich fang schon mal an. Ich muss... Was? Hast du jetzt irgendwelche Ratten geholfen? Ja. Was denn? Weißt du gar nicht... Für dich sind doch alle Tiere dasselbe. Spinnen, Eichhörnchen, das gehört doch alles zur selben Familie. Ja, das sind alles Tiere. Ja, schön. Wir sind auch Tiere. Manchmal tue ich mich auch vom Netz herabhängen. Und fresse meine eigenen Kinder.